Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir werden heute Algo in der Abkürzung REP, also REP, US-Dollar, besprechen. Hier geht es darum zu schauen, wie der Kurs sich dann entwickeln könnte. Ja, das sieht relativ bullisch aus. Hat auch jetzt zu meinem Glück hier auch eine Historie aus 2017, weil bei den neuen Kryptowährungen ist es halt relativ schwierig. Sag ich mal, die haben jetzt bei 2020 angefangen, hier relativ Kurse zu bilden. Da ist es relativ schwierig, was zu vorauszusehen. Aber hier bei 2017 haben wir wirklich genug Futter, hier quasi Analysen zu betreiben. Und wir sehen hier gleich, der erste Widerstand ist hier. Ja, der zweite Widerstand ist hier. Und in diesem Kanal wird getradet. Und der ist jetzt hier, sag ich mal, gefangen in diesem Kanal. Das heißt, Tiefpunkt ist hier. 4 Dollar und Höhepunkt, also der Höchstpunkt wäre hier quasi an dem Widerstand 20 Dollar. Also zwischen 4 und 20 Dollar wird getradet. In welche Richtung könnte es gehen? Der Kurs ist relativ heiß gelaufen wie Bitcoin, wenn man sich das mal anschaut. Also wir haben hier bei 6 Dollar war der Tief aufgrund der Corona-Krise, ist es nach unten gegangen. Und wir haben hier 5,5 und 14. Das heißt, was haben wir hier gehabt? Um das Dreifache ist das Ding nach oben gegangen. Das heißt, wir sehen hier einen Trend. Wir haben hier 5,6. Wir haben jetzt hier 14,9. Das Ding hat sich um verdreifacht, ja. Das heißt, wir haben eine Verdreifachung des Wertes. So, was passiert jetzt an diesem Punkt? Ja, schauen wir mal. Wir sehen hier, dass wir an einem Widerstand sind hier. Das heißt, wir haben aber noch einen zweiten Widerstand. Also da hat der Kurs von Rappel relativ schwer, weil wir haben diesen einen Widerstand und dann haben wir noch einen Widerstand hier. Das heißt, er muss erstmal diesen Widerstand hier abfrühstücken, damit er zu dem oberen Widerstand kommen kann. Problem ist Bitcoin. Das heißt, Bitcoin ist so, dass er schon heiß gelaufen ist. Das heißt, wenn man sich den Kurs so anschaut, so, der Bitcoin-Kurs ist von ungefähr 4.400 auf 9.700 hochgegangen. Das heißt, der Kurs hat sich um das also hat sich um ungefähr verdoppelt, ja. Und beim Bitcoin ist es so, der Kurs ist einfach heiß gelaufen. Wir brauchen wieder so eine Konsolidierungsphase, damit wir Kraft schöpfen, wieder nach oben zu kommen, ja. Von daher denke ich, dass wir eventuell hier noch mal in diesem, ich habe zwar jetzt ein Video gemacht, also auch auf meinem Kanal zu finden, wo wir auf 6.400 Dollar abstützen werden, wahrscheinlich mit einem Zwischenstopp bei 8.400. Aber das heißt, Bitcoin hat ja auch einen Effekt auf die anderen, ja, auf die anderen Kurse wie dem hier, REP. Und da wird es höchstwahrscheinlich das Gleiche sein, dass wir eventuell eine Verschnaufspause hier in der Richtung machen, ja, und dann hier auf Grund dem hier, dass wir hier die Möglichkeit haben, diese Stopps, also diese Widerstände hier testen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit hier Schulterkopf, Schulterformation, hier diese Widerstände nochmal zu testen. Und siehe da, was haben wir da? Da haben wir die Möglichkeit quasi hier. Also im großen Stil Schulterkopf-Schulterformation. Aber bevor es jetzt im Großen gedacht wird, müssen wir im Kleinen denken. Das heißt, wir haben dann halt hier die Möglichkeit, Schulterkopf-Schulterformation zu bilden und dann hier eventuell den nächsten Widerstand zu nehmen. Das heißt, wir wären dann hier oben. Ja. Das heißt, Schulterkopf-Schulterformation, zack,
Dann haben wir das im größeren Stil, Schulterkopf-Schulterformation. Und wenn man das sich dann halt so weiter anschaut, haben wir die Möglichkeit, ja, hier eventuell so eine Formation zu bilden. Ich bin relativ bullisch für RLP, weil es, wenn wir den großen Glück haben und hier im Rahmen der Konsolidierung diese Werte hier quasi hier 79 halten können und dann quasi der Wert sich wieder erholt Richtung 20 Dollar, dann haben wir wirklich beste Karten, quasi hier auf diesem Niveau aufzusetzen und dann eventuell in einem größeren Anstieg, sage ich mal, aufsetzen. Man sieht auch hier Richtung 2022, ja. Das heißt, dann hätten wir wirklich gute Chancen, wenn wir hier in diesem Bereich konsolidieren, ja, und sage ich mal, diesen Kanal abfrühstücken, dass wir hier in diesem Bereich Richtung 45 oder höher gehen können, weil der Kurs kommt ja schon ungefähr bei 95, nehmen wir mal 75. Also ich sehe größte Potenzial bei dem Kurs hier. Vor allem die Kurse hier sind eigentlich Einstiegskurse, weil man hier das nicht so billig bekommen wird wieder. Das heißt, wir sehen ja auch hier 14, also wenn wir die Möglichkeit haben, den Kurs ungefähr bei 10, 9 zu erwischen, dann ist es gut. Worst Case, das Ding fällt auf 5 Dollar. Das ist ein Geschenk, also wer das für 5 Dollar bekommt, dann soll er wirklich in die Runde dann posten, dann kaufen wir alle. Ja, das wäre so dieses Szenario, wo man das sehen kann. Wir gehen mal jetzt ein bisschen in die Details. Hier der momentane Stand. Und da sehen wir, der Kurs ist relativ heiß gelaufen von 5 auf 14. Und man sieht auch, der Kurs bildet höhere Hochs. Ja. Zack, 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 zack. Und hier versucht quasi die Währung hier quasi auszubrechen. Nach meinem Vorstellung ist das Pulver schon verschossen. Das sieht man auch. Da werden viele Versuche gemacht. Einmal, zweimal ein Fake-Ausbruch, zweimal, dreimal. Er wird es wahrscheinlich noch zum vierten Mal versuchen hier. Aber danach sehe ich grün. Rot. Ja. Rot ist ja viel negativ, also das heißt, zack. Ja. Aber ich kann mich natürlich auch irren, dass der Kurs hier nach oben explodiert. Das wäre auch natürlich die Möglichkeit, dass wir relativ hier kurzfristig einen Anstieg Richtung 20 Dollar bekommen. Das heißt hier Richtung 20, ja, um die hoch zu testen. Das wäre auch natürlich auch möglich. Das heißt 15, 20, dass wir hier direkt das nochmal testen. Nach oben, ja. Aber auch wenn wir hier oben sind, ich denke, dass die Information hier nach unten gehen würde. Das heißt, entweder hier geht es runter oder wenn wir hier oben sind, hier nach unten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergiss nicht, die Videos zu abonnieren, die Videos zu teilen, zu liken, weil ich bin auf euch angewiesen. Je mehr Leute hier auf meinem Kanal sind, desto mehr ist es für mich natürlich auch eine Motivation, die Videos weiterzumachen. Und deswegen würde ich mich richtig freuen, wenn ihr auf jeden Fall Kommentare, die Video-Likes und quasi das Kanal abonniert und auch an eure Freunde das schickt, weil, wie schon gesagt, ich brauche halt so ein bisschen Motivation, auch das braucht wahrscheinlich jeder Mensch, hier das Ding weiterzumachen, dass auch Interesse besteht. Ja, es nützt mir halt nichts, wenn ich schöne Videos mache, aber es keiner anschaut. Deswegen brauche ich auch so ein bisschen Feedback von euch, ob das Sinn macht, quasi hier weiterzumachen oder ob ihr sagt, okay, nee, es passt soweit, dass ich da ein bisschen agieren kann. Ja? Wir sehen.
zum letzten Preis hier nochmal, dass der Kurs jetzt hier Anstieg macht. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.